Liebe Freunde der Initiative 3. Oktober – Deutschland singt und klingt. Bereits zum dritten Mal sind Städte und Dörfer hier bei uns im Land am Tag der Deutschen Einheit um 19 Uhr zum offenen Singen aufgerufen. Damit setzen wir ein deutliches Zeichen für kulturelle Vielfalt. Es ist eine gute Idee, wenn sich Bürgerinnen und Bürger mit einer solchen Aktion öffentlich, fröhlich und vielhundertfach zur friedlichen Revolution und zur deutschen Einheit bekennen. Ich begrüße, dass der neue Trägerverein 3. Oktober Deutschland singt und klingt, die politische Bedeutung des Tages der deutschen Einheit musikalisch untermauern will. Möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen, sich aktiv für ein internationales, kulturelles Leben einzusetzen, ist ein ehrenhaftes Ziel, das ich ausdrücklich unterstütze. Schließlich haben wir in den vergangenen mehr als 3 Jahrzehnten viel erreicht. Die Städte und Dörfer in Ostdeutschland sind schöner geworden. Wir sind enger zusammengewachsen, wissen, dass große Herausforderungen auch in der Zukunft vor uns stehen. Und so habe ich sehr gerne eine Mitgliedschaft im Beirat des Trägervereins übernommen. Ich bin überzeugt, auch in diesem Jahr wird die Aktion auf große Resonanz in ganz Deutschland stoßen. Ich wünsche dabei gutes Gelingen und viel Erfolg.